Herzlich willkommen zurück zu heißer Scheiß im ewigen Eis. Ja, wobei wir eigentlich hoffen, dass es nicht so ewig ist. Wir sind immer noch hier bei Techix und abseits der Aufnahme habe ich mal ein kleines bisschen Fleißkram gemacht. Das heißt, ich habe vor allem Ressourcen abgebaut. Also, ja, ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern, was ich sonst noch gemacht habe. Denn leider ist die letzte Aufnahme schon wieder einige Wochen her. Es tut mir leid, ich habe derzeit einfach wirklich nicht so viel Zeit fürs Let's Playen. Deswegen bin ich auch schon wieder ein bisschen raus aus dem Spiel, aber ihr seht anhand der Ressourcenfelder, dass die jetzt gebläut sind, dass ich die schon abgearbeitet habe. Eine Sache habe ich nicht hingekriegt, und zwar habe ich hier diese versteckten Lager auch mitgesucht, aber dieses Lager konnte ich ums Verrecken nicht finden. Ich habe keine Ahnung, wo genau das sein soll und wie man da hinkommt. Dementsprechend ist das jetzt noch frei, aber ansonsten seht ihr, sieht die linke Hälfte des Planeten schon ziemlich gut aus. Wir haben dafür hier auf der rechten noch einiges zu tun, zum Beispiel diese Wilderer verfolgen. Aber eine Sache will ich vorher noch machen, ja, Erinnerungsauslöser können wir irgendwann auch noch mit einsammeln. Eine Sache will ich vorher noch machen, und zwar an einen Ort fahren, den ich beim Sammeln der Ressourcen schon mit abgeklappert habe. Das ist einfach hier dann nicht nach links oben hoch, wo wir beim letzten Mal die Aufnahme beendet haben, sondern nach rechts runter. So, da schalten wir mal wieder die schnellere Variante ein, wo wir jetzt den Hügel erklommen haben. Denn hier drüben habe ich irgendwo eine Höhle gefunden, wenn ich mich recht entsinne. Das Doofe ist, es ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Dementsprechend kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern. Aber es wird auch was angezeigt auf dem Radar, wenn ihr das seht, oben. Also nicht auf dem Radar, sondern, ja, da müssen wir mal wieder die andere Variante reinmachen. Sondern, im Hub eben. So, das sieht gut aus, das sieht gut aus, hier ist irgendwas. Die Wilderer sind nicht hier. Ach, die Wilderer. Sie müssen den Yevara weiter gefolgt sein. Sieh mal an, hier sollten die Wilderer gewesen sein. Hier hätten sie ihre Wilderer finden können. Da muss ich doch mal kurz auf die Karte schauen. Da bin ich jetzt gar nicht da, wo ich hin wollte eigentlich, aber überhaupt nicht. Sehr interessant. Es ist gut, wie ich mich schon wieder klasse orientieren kann. So, müssen wir mal schauen. Ich wollte eigentlich nach Süden. Sind Ihre einzige Schwester, Vetra? Soweit ich weiß schon. Unsere Familien sind alle sehr groß. Man fühlt sich stark, wenn man von seiner Familie umgeben ist. Sie ist wie eine Mauer. Viele Steine, die gemeinsam ein Bollwerk bilden. Mit nur zwei Steinen kann man keine Mauer bauen. Nein, aber man kann jemandem den Kopf zwischen zwei Steinen. Das ist ein Signal, das von angaranischen Zivilisten verwendet wird. Es ist ein Hilferuf. Alles klar. Mal sehen, was wir tun können. Danach habe ich auch gesucht. Und es gibt hier noch so einige Sachen, die wirklich interaktiv erst gestartet werden, wenn man in die Nähe kommt. Steven Joel, kämpfen Sie mit, Bruder! Jawohl! Dann wollen wir mal mit Joels Brüdern und Schwestern zusammen kämpfen. Sauerei! Wer bewirft meinen Wagen hier? Ich glaube, es hackt. Schön in die ewigen Jagdgründe mit euch. So, ich komme auch gern mal vorbei und erkläre dir das mal genauer. So, dir ebenfalls. Zack, Hammer Time. Haben wir es soweit? Ich glaube, hier ist erstmal Ruhe. Was haben wir denn da drüben? Können wir da jemanden retten? Oder was ist das für ein Zeichen? Hi! Berners, kann man mit dir reden? Ja, wunderschön. Danke für Ihre Hilfe. Jeder Feind der Kette ist unser Verbündeter. Was ist hier los? Wir dachten, hier wären Zivilisten, die Hilfe brauchen. Diesmal nicht. Wir gehören zum Widerstand und haben dafür gesorgt, dass die Kette bekommen, was sie verdienen. Eine Gruppe von ihnen hat immer wieder Shuttles angegriffen. Sie haben Unschuldige getötet und ausgeplündert. Ich wusste, das Signal würde sie anlocken. Sie würden der Aussicht auf unbewaffnete, wehrlose Opfer nicht widerstehen können. Aha, gar nicht so schlecht, die Idee. Das wird Folgen haben? Ja, wenn wir Leute umbringen von denen, dann werden die wahrscheinlich kommen. Aber ich fand den Plan gar nicht so doof, muss ich sagen. Clever. Und wie es aussieht, sind sie darauf reingefallen. Was sie getan haben, bringt weitere Leute in Gefahr. Genug geredet. Da kommen noch mehr, Cat. Na dann, auf zur Runde 2. Von wo? Von da drüben. Schmeißt sie raus, die Bitches. Na, kommt schon. Einfach mal wild reinballern in den Haufen.
Irgendwas wird man schon treffen. So. Siehst du, funktioniert. Oh, was? Oh, das war nicht so schlau, glaube ich. Kann ja aber auch gerne ahnen, dass die einen so überfallen hier. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir fort und machen das Ganze gleich nochmal. Ich denke, diesmal wird es dann wohl auch besser laufen, oder? Ich erkenne ihr Feuer. Oh, echt jetzt? Muss ich jetzt nochmal mit dir reden? Danke für Ihre Hilfe. Jeder Feind der Kette ist unser Verbündeter. Mhm. Gut, dann klicken wir das Ganze mal weg. Ich wusste, das Signal würde Sie anlocken. Immer noch ein guter Plan, ja, ja. So, auf geht's. Haben wir dann vielleicht eine Position, in der wir ein bisschen geschützter sind? Gehen wir doch mal hier hoch zwischen die Felsen. So. Aha. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Schnell zurück. Scheiße. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Tut mir leid. Ich muss mich wirklich erstmal wieder reinfinden in den Kampf. Ja. Beziehungsweise, ich meine, ich habe bloß zwei Skills, die ich die ganze Zeit benutze. Es ist nicht so, als ob ich nicht wüsste, was die machen. Ich habe bloß den falschen Knopf gedrückt. Das geht gut los in dem Let's Play hier, in dieser Folge. Oder in dieser Aufnahme. Danke für Ihre Hilfe. Ja, ja. Ich wusste, das Signal würde Sie anlocken. Komm, heute machen wir mal, das wird Folgen haben. Dann hören wir mal was anderes. Was passiert, wenn jemand ein echtes Notsignal absetzt und die Kette alle abschlachten, weil sie denken, es wäre der Widerstand? Das haben Sie sowieso schon getan. Ja, eben. Was Sie getan haben, bringt weitere Leute in Gefahr. Genug geredet. Okay, es macht also überhaupt keinen Unterschied, wie wir hier antworten. Ich habe das jetzt irgendwie überhaupt nicht verstanden, was er wollte, weil das war doch die Ausgangsposition, dass die Cat Leute abgeschlachtet haben, die Notsignale gesendet haben. Es machte jetzt nicht so viel Sinn, seine Antwort. So, schmeißt raus die Leute. Kommt schon. So, erstmal den Gesalbten wegkriegen, würde ich sagen. So. Das hat nicht funktioniert. So, da haben wir den schon mal weg. Oh, da ist ja noch einer. Das ging aber ein gutes Stück besser als vorhin. So, und jetzt können wir da, glaube ich, auch mal wieder hier in den Infight gehen. So, schön verkriechen. Ihr komischen Typen. Zack. Wo kommen die denn alle her, Mensch? Hallo? Irgendwie hat es gerade ein bisschen geklemmt, muss ich sagen. So. Alles easy peasy. Aha. 29 Lebensfähigkeitspunkte. Ist das viel? Es klingt irgendwie, als ob es viel wäre. Nehme ich immer gerne an. Auf jeden Fall hat sich die Lebensfähigkeit auf dem Planeten verbessert und das ist auch gut so. Was wir getan haben, war hinterhältig. Aber die Cat machen genau dasselbe. Wir zahlen es ihnen einfach nur heim. Also danke für Ihre Hilfe, aber Sie sollten sich jetzt wieder auf den Weg machen. Ja, doch so dankbar. Das ist aber schön. Gut, geht klar, wir machen uns auf den Weg. Kein Problem. Wir helfen immer gern. Wir nehmen alles an uns. Ich muss mal mit den Waffenmods schauen, dass ich da auch mal was installiere in meinen Waffen. Habe ich mich immer noch nicht so herabgelassen bisher, mich mal damit zu beschäftigen. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ja, Sam, ich weiß. Es ist kalt auf dem Planeten. Lebenserhaltung ist stabil. Das haben wir alle schon mitgekriegt, dass es hier sehr kalt ist. So, rein in die Hütte. Gut, und dann, wie gesagt, irgendwo gab es auch eine Höhle. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wo die war. Das ist das Blöde. Wir könnten mal hier unten direkt zu der Zone fahren, zu der Abbauzone. Die habe ich eben aus diesem Grund, weil hier diese Zufallsbegegnungen gestartet sind, noch nicht mit fertig gemacht. Weil ich mir das eben fürs Let's Play mit aufheben wollte. Aufhalten, ja, ja. So, dann machen wir doch mal hier rüber. Und schauen mal kurz. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Hier wird es nicht besser. Abbauinterface Mineralien extrahieren. Das sieht schon besser aus. So, oh, falsche Taste. Wieder mal.
So, dann sammeln wir ein bisschen Kupfer ein hier. Das hat uns jetzt nicht so viel eingebracht, muss ich zugeben. Nun denn, dann fahren wir mal weiter. Ich muss sagen, es ist auch... Eigentlich gefällt mir das ganz gut mit diesem Abbau. Es ist auch gar nicht so schwer zu verstehen. Im Lager dort vorne halten sich Cap-Lebensformen auf Pathfinder. Oh, siehst du mal, da findet man auch schöne Sachen nebenbei. Man lernt den Planeten ein bisschen kennen. Und Ressourcen gibt's auch. Oha, 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 ich gehe ja schon in Deckung. Meine Güte. Da wollen's aber welche wissen. Stimmt man nicht so rein davon, Mensch. So, den schieben wir erstmal ein bisschen den Berg hoch. Das scheint ihm dann auch zu genügen. Ich bleibe erstmal ein bisschen auf Abstand, glaube ich. Das sind doch ein paar. Ja, da muss man jetzt nicht unbedingt gleich rein und die Party zu crashen versuchen. Was machst du denn da? Meinst du, es ist eine gute Idee, auf deine Deckung zu steigen, statt dahinter zu stehen? So, das machen wir auf die Art und Weise, müssen wir nicht zielen. Und dann haben wir das auch. Wunderbar. So, ich gehe erstmal ganz kurz hier rüber, denn ich habe gesehen, der hat noch ein paar Überreste fallen lassen. Irgendwas Interessantes? Naja. Nimmt man mal mit, so eine Waffenmod. Ansonsten können wir uns jetzt mal ganz gemütlich hier umsehen. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas scannen kann. Nicht so wirklich, wa? Explosive Materialien, na das ist doch schön. So, den Behälter plündern wir noch kurz. Und dann können wir auch mal reingehen in die Höhle. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Insofern man hier reingehen kann. Kann man gar nicht, wie es aussieht. Sei denn? Nee. Man konnte es ja mal probieren. Gut, das war also einfach bloß eine kleine Gruppe von Cat. Ah, hier. Ist noch was. Oder? Ist hier noch was? Nö, genauso wenig wie auf der anderen Seite. Na gut, dann war das halt einfach nur ein kleiner Kampf für zwischendurch. Man hätte ja denken können, hier wäre was, aber nein. Warum auch? So, werfen wir mal wieder den Bergbaucomputer an. Just in case. Und hier drüben sieht es doch schon wieder aus, als ob wir kämpfen müssen, in oder? Im Lager dort vorne halten sich Cap-Lebensformen auf, Pathfinder. Ach ja. Man wird die Plage nicht los. Man wird die Plage nicht los. So, wir bleiben ein bisschen auf Abstand, nehmen wieder mal unsere Nomad als Deckung. Das ist immer eine... Oh Gott! So eine hässliche Fratze in der Vergrößerung zu sehen, das ist ja nicht so schön. Ja, ich wollte schon sagen, bleiben ein bisschen auf Abstand, aber das mit dem Abstand hat sich bei den Typen schnell erledigt, denn die wollen es wissen. Haben wir hier gleich irgendwo einen? Ah ja, habe ich doch richtig gehört. Schienen jetzt aber mir ein bisschen verpeilt zu sein, die Leute. Oder die Pirsche, die Viecher, was auch immer. So, nehmen wir uns erstmal den vor. Alter, ich hab doch gerade, also ich weiß auch nicht, ich hab gerade auf die Taste gedrückt für den Sturmangriff, womit mein Schild dann wieder da gewesen wäre, aber es wollte gerade nicht machen. Ach, ja, manchmal, da will's nicht. Es ist schön, dass die da drüben schon kommen, die Gegner, aber wir noch hier sind. Na, das ist ein ganz grandioser Start, würde ich sagen, für den Anfang. Wir werden jetzt natürlich nicht die ganze Zeit bloß sinnlos durch die Gegend fahren, sondern wir werden gleich noch ein bisschen was anderes mitmachen. Was ist das eigentlich für ein Vieh? Oh Gott, der ist ja groß und kräftig. Nicht doch. Aber wir kriegen das hin. So, können wir von dem irgendwas nehmen? Ein bearbeitbarer Balk. Was auch immer das bedeutet. So, dann schnell wieder rein hier.
Das sind jetzt zwei Worte, die ich nicht unbedingt miteinander in Verbindung bringe. Belger und bearbeitbar. Aber gut, was soll's. So, wir ballern einfach mal blind ein bisschen. Vielleicht kommt ja jemand zu Besuch. Sieht ja erstmal nicht so falsch aus, glaube ich. Ist aber noch zu weit, um... Ich treffe aber trotzdem, das ist gut. Wollte gerade sagen, ist noch zu weit, um jemanden in den Fokus zu nehmen, aber ich treffe trotzdem. Ich muss sagen, mir ist es auch ein bisschen zu heikel, da jetzt nah ranzugehen, weil es sind ja doch viele. Ne? Oh Gott. Ja, mit dem Zielen klappt es jetzt auch nicht so hier. Wieder frisch im dieser Typ, der geht mir aber auch auf die Eier da drüben. Ich lade mal kurz nach. Munitechnisch sieht es jetzt gar nicht mal so gut aus, stelle ich fest. Alter, die gehen mir auf den Keks. Okay. Dann machen wir halt doch ein bisschen näher ran. Und kümmern uns mal von der anderen Seite aus um die. So, neue Runde, neues Glück. Und von hier aus können wir die garantiert auch mal in den Fokus nehmen. Sieh mal an, wer da rausgeflogen kommt. Okay, jetzt habe ich wirklich langsam Probleme, was die Muni angeht. Bloß noch 7 Schuss, das wird ein bisschen eng. Vor allen Dingen, wenn ich sie so verballer wie jetzt gerade. Müssen wir halt mal die Pistole nehmen. Die habe ich ja auch bisher sträflichst vernachlässigt. Dabei kann man jetzt nichts gegen sagen. Gegen die Pistole. Sag mal, Freund. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, ha? Und vor allen Dingen der da hinten, was denkt der eigentlich? Eieiei. Ich habe das schon souveräner gemacht, da bin ich mir sicher. Okay, vielleicht gehe ich doch mal wieder hier vor. So, das ging. Okay. Es wäre schön, wenn mal jemand von denen sich hier vortrauen würde. Vielleicht nicht gerade der mit dem maschinengewehrartigen Ding. Ist auch schön, Tontauben schießen. Man lässt ihn fliegen und holt ihn aus der Luft. So, kein Problem. Okay, jetzt ist es bloß noch einer, wie es aussieht. Da können wir auch mal ein bisschen näher ran. Und uns auf die altmodische Art um ihn kümmern. Unter dem normalen Wert. So, wir müssen aber auch noch, wenn ich das recht in Erinnerung habe, oh, das Inventar ist voll. Na, sieh mal an, was machen wir denn da? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, müssen wir auch noch einen Zugangscode für das Kettlager finden. Ist das richtig? Temperaturen liegen im Normalbereich. Finde ich sowas ja zufälligerweise. Gut, Behälter. Das können wir noch mitnehmen, okay. Oh, da werde ich ja mal irgendein Lager aufsuchen müssen, um ein bisschen was zu verkaufen, ha? Scheiße, daran habe ich natürlich gar nicht gedacht. Ist das da eigentlich das Kettlager, oder? Ich kenne mich überhaupt nicht aus, dafür, dass ich schon so viele Stunden jetzt auf dem Planeten zugebracht habe. Okay, wir schauen mal kurz. Was haben wir denn hier? Erinnerungsauslöser und einen Standort für einen Außenposten finden? Oh, das könnten wir vielleicht machen, wenn wir sowieso schon hier sind. Ah, so wie ich das sehe, ist das hier ein Turm. Sind das Türme, die dann für die Atmosphärensteuerung mit zuständig sind? Sehe ich das richtig? Ich glaube, wir werden es sehen. Warum ist meine Karre da hinten so rot? Oh, die brennt! Warum brennt mein Auto so? Was ist denn da passiert? Oh,
Ich glaube, wir sollten mal irgendeine Werkstatt aufsuchen. Wo muss ich denn hier hin, um das den Außenposten zu errichten? Ist das hier irgendwo? Schauen wir nochmal kurz. Ah, nee, wir müssen weiter rüber. Okay. Das war schon wieder die falsche Taste. Ich komme halt überhaupt nicht klar mit den Tasten. Das ist schrecklich. So, mal sehen, ob wir hier gleich über die Berge abkürzen können. Und mal ein bisschen schräg fahren. Das sollte doch eigentlich gehen, oder? Einmal hier drüber. Wunderbar, das funktioniert alles. Achtung, ich komme! Oh, 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 oh! Das ist mal ein Abstieg. Scan erfolgreich. Um auf World eine Siedlung zu errichten, ist eine Lebensfähigkeit von mindestens 40% erforderlich. Aktuelle Lebensfähigkeit 19%. Pathfinder, dieser Ort würde sich für einen Außenposten eignen, aber der Planet ist noch nicht bewohnbar. Danke für den Hinweis, aber wir haben schon mal den ersten Schritt getan. Vielleicht können wir zumindest schon mal eine Drohne hier hinschmeißen irgendwo. Zum Beispiel dort. Gibt's hier was für mich? Nein? Schade. Okay. Ich dachte, wir können zumindest schon mal eine Drohne hinpacken, damit wir dann jederzeit schnell hier hinreisen können. Aber es sieht nicht danach aus. Na gut, den Erinnerungsauslöser, den wir können ja gleich nochmal kurz mitschauen, aber der ist jetzt nicht so von oberster Priorität. Ansonsten können wir uns dann, denke ich, hier rüber bewegen und nochmal bei Techix schauen, ob es da noch irgendwas für uns gibt, denn wir haben da, glaube ich, noch was zu erledigen. Ansonsten haben wir eher gen Osten dann noch ein paar Sachen. Gut, nochmal ganz kurz geschaut. Hier drüben soll da irgendwo sein. Ah, da oben, ich sehe ihn schon. Ach Gott. Ich bin in den falschen Modus gewechselt gerade. Und schon bleibt die Karre fast stehen. Schrecklich. So, dann machen wir uns nochmal ganz kurz hier auf die Felsspitze hoch. Und versuchen, dieses Ding einzusammeln. Ich finde es wunderschön, wie unser Auto brennt. So, wo war denn das jetzt? Ach da, siehst du mal, gleich auf die falsche Spitze gerannt. Den nehmen wir mit. Sam, noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Schön. Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Das gefällt mir, das höre ich sehr gerne. So, aber wir machen jetzt erstmal zurück zu diesem Aufklärungsposten, womit dann auch unser Nomad wieder repariert sein sollte. Das tut, glaube ich, mal Not. Meiner Karte. Lebenserhaltung ist wieder online. Ah, wunderschön. So, können wir gleich aussteigen. Und dann müssen wir drinnen mal schauen. Also ich habe das beim letzten Mal nach der Aufnahme noch gesehen. Wir haben da was links liegen lassen. Ich weiß aber auch nicht mehr was. Ich glaube, es war aber am anderen Ausgang. Es gibt nämlich noch einen anderen Ausgang. Und hier ist, glaube ich, auch noch was, ne? Bei dir? Ja. Pathfinder Ryder. Wie schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Ari Westcheck, Gelehrter und Chronist. Ich habe Ihren bisherigen Weg mit großem Interesse verfolgt. Chronist? Das heißt, Sie sind so etwas wie ein Historiker, richtig? So ist es. Ohne Erinnerung an die Vergangenheit oder Hoffnung auf die Zukunft sind wir wie Staub im luftleeren Raum. Die Vergangenheit kann uns unglaublich viel über die Gegenwart verraten. Ganz genau. So groß unsere Probleme auch sind, wir haben schon deutlich Schlimmeres überstanden und können es erneut schaffen. Es ist mein Lebenswerk, jene Ereignisse festzuhalten, die unsere Welt formen. Die Ankunft von Besuchern aus einer anderen Galaxie stellt dabei natürlich eine signifikante Entwicklung dar. Können wir Ihnen bei Ihrer Arbeit irgendwie helfen? Ich wollte schon immer wissen, wie die Kett-Invasion begann. Wir selbst haben leider keine Aufzeichnung über den Erstkontakt, aber die Kett müssten ihn dokumentiert haben. Wo könnten diese Informationen zu finden sein? Die Kett sind ein militärisches Volk. Sie müssen Logs angelegt haben. Möglicherweise kann man ja in ihrer Basis auf Volt darauf zurückgreifen. Es wäre tollkühn, sich ihr zu nähern.
Aber sollten Sie zufällig einmal dort sein, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie sich ein wenig umsehen könnten. Zufällig, wenn wir aus Versehen mal falsch abbiegen und in der Festung der Cat landen sollten. Finde ich gut. Ich lasse sie weiterarbeiten. Der Askotag ist nicht dokumentiert. Ja, das wollen wir natürlich noch wissen. Warum eigentlich? Ist alles verloren gegangen an Dokumentationen? Ich meine, es ist das Verlierervolk, von daher kann es schon sein, dass alles vernichtet wurde. Wieso haben die Angara keine Aufzeichnungen über den Erstkontakt mit dem Cat? Weil uns diejenigen, die ihn erlebt haben, nichts darüber erzählen können. Sie sind entweder tot oder verschwunden. Es gibt lediglich Geschichten, Gerüchte. Aber was wirklich passiert ist, weiß niemand. Ja, das war irgendwie zu erwarten, zu befürchten. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihre Arbeit. Natürlich, Sie müssen gehen. Ich hoffe, wir können uns in weniger unruhigen Zeiten noch einmal unterhalten. Ich würde liebend gerne mehr über Ihre Leute erfahren. So, dem helfen natürlich gern. Ich finde, das klingt nach einer durchaus noblen Aufgabe für uns, der wir uns dann auch widmen sollten, wenn wir schon mal in der Festung der Cat mit sind. Aber es ist nicht die einzige Aufgabe, die wir hier mit... Ach so, das sind die Schläger.